Junge, Junge. Was viele nicht wissen, die Kellys kriegen so viel Post, die haben eine eigene Postleitzahl. Ja. Kennst du deine eigene Postleitzahl? Nein. Doch? Nein? Wie ist die? Ob ich die kenne? Nee, sorry. Nee. Aber die haben eine eigene Postleitzahl, weil die so viel Post kriegen und viele, viele schreiben, wir wollen noch mal einen Angel, wir spielen nachher noch mal einen Angel. Ja. Ja, so. Es ist unglaublich, was die Fans alles schreiben, wissen wollen und so weiter. Ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben. Einer hat zum Beispiel geschrieben, ich habe ziemliche Probleme mit Pickeln. Kennt ihr das auch und könnt ihr mir was raten? Ja, es war Angelo. Also, ich gab eine Zeit, habe ich viel mehr gehabt. Jetzt habe ich immer noch schlimm, aber es hilft. Ich kenne eine gute Lösung. Also, keine Mütze tragen. Lass die Sonne an die Pickeln gehen und wasch dich immer. Lass die Pickel blühen. Toll. Wollte jemand wissen, habt ihr auch mal eine Zahnspange gebraucht? Ja, ja, ich habe eins gehabt. Eine. Und die hat die ganze Familie getragen? Nö. Ja. Ich habe auch eine gehabt übrigens. Ja, hauptschlaflich. Und dann gibt es natürlich auch solche Briefe, zum Beispiel, also hier, das mit den Haaren geht so nicht mehr weiter. Diese blonden Fusseln sehen verboten aus und die Kleidung schrecklich. Da muss ich was. Alles Liebe von... Moment. Lieber Thomas. Ui, das ist ja mal einer. Aber dann haben wir zum Beispiel auch hier, so wenn ihr Fernsehen zu Hause, der hat da die Fernbedienung, will jemand wissen. Guckt ihr Fernsehen zu Hause? Ab und zu. Hey, guckt ihr, ja? Moment, ich höre die Musik des Tigers. Also setz dich hier. Nein, komm, setz dich hier auf den. Aber mit dem Platz, warte mal, kam ein Stuhl mehr? Damit haben wir nicht gerechnet, dass der nochmal aufsteht. So. Also ich find das toll, dass du den Blödsinn mitgemacht hast. Du bist ja ein Gentleman. Ich meine, bei Mädels würdest du doch... Aber die war trotzdem sehr stark, muss ich sagen. Ja, hat sie? Ja. Aber er war sehr lieb, also... Hast du? Hab ich getraut. Hat gut geklappt. Gut geklappt. Bist du jetzt, sage ich mal, wenn du auf den nächsten Kampf dich vorbereitest, schon so in der Vorbereitungsphase oder hat das noch ein bisschen Zeit? Wann? Ja. Im Juni, glaube ich, ne? Am 8.6. boxe ich in Köln. Gegen? Gerard Philipp, ne, Entschuldigung, Christophe Gerard. Ah, immer Franzose, die Franzose wechseln sich mal. Ich habe vorletzte Kampf war Michel Philipp. Aha. Ja, starke Gegner. 32 Kämpfe, 31 gewonnen, also... Guter Rekord. Und die Kellys sind große Fans von dir. Ja. Wir wollen auch dabei sein. Ich habe die jetzt eingeladen nach Köln. Ja. Ist nicht weit, die wohnen doch in Köln. Also. Ja, wir feiern uns Samstag und wollen unbedingt. Und dann ist der Kahn verlassen und ihr geht. Sag mal, ihr kennt das noch nicht, diese Negativschlagzeilen. Aber was ich mir vorstellen kann, wenn man das alles so liest und sie hier, haut doch ab so in dem Ton, hat man da nicht wirklich mal Lust zu sagen, jetzt, wir müssen ja nur den Anker rausziehen und losfahren? Habt ihr schon mal dran gedacht? Nee. Nee? Ab und zu. Wir haben einen zweiten Schiff, Segelschiff. Da hieß ja, ihr habt das schon vorbereitet zur Flucht und die Segel. Das stimmt nicht. Das Schiff liegt schon seit 3 Jahren da. Ja? Das ist, ich arbeite am Schiff seit 3 Jahren schon. Wir sind jetzt fast fertig, aber das dauert immer noch. Ja. Wir sind auf, seit 3 Jahren am Arbeiten. Aber ihr seid nie auf der Flucht. Also nein, trotzdem. Wir haben alles aufgebaut. Ja. Und wir haben eine Tour jetzt im Sommer in Spanien. Aha. Essen schon fertig? Ja, das Essen ist heiß noch eine Minute bei heiß, okay? Wir kommen gleich. Kommen gleich. Und da wollte den Joey den Schiff da runterbringen lassen und die freien Tage, die wir haben. Mhm. Es ist so, dass wir überall jetzt reisen. Zum Beispiel in 2, 3 Tagen gehen wir nach China. Wir haben viel mehr zu tun außerhalb. Aha. Aber wir sind nicht auf dem Flug, sondern einfach, wir haben mehr zu tun außerhalb. Ihr merkt auch, die Leute mögen euch. Ich meine, es sind ein paar Zeitungen und ein paar andere. Wir haben alles hier aufgebaut. Du riechst gut, sag mal. Ist das ein neues Parfüm oder ist das? Ist das, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Das macht meine Frau, also. Ja. Mache ich nicht mehr. Ich bringe jetzt mein neues Parfum zusammen mit meinem Freund Bruno Bruni. Ja. Der heißt Clinch. Der kommt bald auf den Markt. Ja. Für Frauen und für Männer. Neue Parfüm von Franz Botha, Dopium zum Beispiel, ist auch geplant. Da kennt ja jeder so ein bisschen. Oder Runde 5 von Chanel, Runde 5. Aber es freut mich, dass du da bist. Und es ist ja schön, dass ich auch mal so die Sportler und die Sänger treffe. Ja, okay. Thomas, es wird langsam Zeit, es wird alles kalt hier. Essen wird, was ist denn verdunstet?
Hat Spaß gemacht? Ja. Die ist richtig eifrig und man macht den Spinat schon. Wollen Sie sich den mitnehmen in der... Wir haben Tupper-Töpfchen. Wollen Sie mitnehmen hier? Nee, für zu Hause? Deckel drauf. Also, was habt ihr gemacht? Was ist das? Das sind Eier im Glas hier? Nee, das ist Omelette. Das wird so raus. Omelette. Kann man ein bisschen was servieren, sag mal? Ja, klar. Also, pass auf. Wir servieren unserem Publikum jetzt was und ich lese das Rezept noch mal vor. Pass auf. Jetzt machen wir ein bisschen vor, okay? Gut. Also nochmal, was, da sind 5 Kilogramm Kartoffeln drin. Haben wir kein Dings hier, kein Topflappen hier. Kein Topflappen, so. So, also pass auf. Wer möchte einmal versuchen? Irish Stew made by Kelly's. Oh, das sieht aber dicker aus. Mach doch mal die Platte aus, wir müssen Strom sparen hier, Mensch. Warte, wie geht das hier? So, also komm. Aber das weicht durch, glaube ich. Das geht nicht mit den Dingern hier. Ja, ich hab auch. Also, okay. Ah, komm, einer darf versuchen. Ein Löffel. Moment. Nicht, dass ich hier... Fein, heiß hier. Wir können nur einem. Wer ist freiwillig aus dem Kelly-Töpfchen? Jetzt, na Moment, hier. Jetzt kommt einer mal. Auf einmal essen die Kinder Gemüse. Da ist nur Gemüse. Da sind Karotten drin und da ist alles drin. Isst du das freiwillig? Pass auf, es ist heiß. Isst du Karotten zu Hause sonst nie, gell? Doch. Ehrlich? Ja. Da bin ich mal gespannt. Mutti, dein Kind isst Karotten. Das hat es noch nie gegeben. Kelly-Karotte. So, schön blasen und ohne Ketchup. Toll, gell? Lecker. Gut, okay. Also kriegst du alles. So, wir servieren nachher gleich weiter. Man kann, pass auf, man kann, bitteschön, bedient euch ja. Man kann nichts gegen das Essen der Kellys sagen, man kann nichts gegen ihre Musik sagen, wo allerdings gewisse Kritiken immer wieder laut werden. Es ist ja die Mode. Man sagt, ach ja, immer die Schlabberhosen und die Schlabberkittel. Die Kellys haben, ich darf es heute bekannt geben, Gott, wie sie sich meldet, nur wegen Möhrchen. Sie haben ein neues Design. Die Kellys haben eine neue Herbstmode. Sowas hat es noch nie gegeben. Nach der Werbung sehen Sie die neue Kelly-Mode. Ganz anders, französisch, schick. Und hier noch einmal das Rezept. 5 Kilogramm Kartoffeln kann das sein. 3 Kilogramm Zwiebeln, 3 Kilogramm Paprika, Karotten, Knoblauch, 3 Knollen Knoblauch. Boah, ja. Also nur wenn Sie die Kelly-Family sind, dann kaufen Sie das, ansonsten machen Sie Spaghetti morgen. Tomatenmark nach Geschmack, wir machen eine kurze Pause und danach gibt's Mode made by Kellys. Bis gleich.